So, Freunde, da geht's los, die Tour. Moinsen. Der Schender ist auch da. Wie viel Uhr haben wir? Mal kurz festhalten. 9.24 Uhr. 9.24 Uhr. Früh unterwegs. Was haben wir heute vor? Ganz schmutzige Dinge. Heute wird es eine Tour nach Kaiserslautern gehen. Erstmal ein bisschen was getrunken. Können wir das auch aushalten? Ah, was ist das hier eigentlich? Ja. Ist alles alkoholfrei? Für die mystischen Dinge des Abends. Ja. Des Morgens. Des Morgens. Ja, dann fackeln wir nicht lange, oder? Wird schon zische. Ja. 9 Uhr was? 25. 9.25 Uhr, das erste Bier des heutigen Morgens wird eröffnet. Es wird ein sehr spaßiger Vlog. Ich hoffe, ihr habt Spaß und lasst eine positive Bewertung da. Auf unseren Alkoholkonsum. Ich will nicht so dumm dastehen. Wenn ihr Bier auch so geil findet, lasst doch einfach mal ein Like da. Und falls ihr das unterstützen wollt, dass wir schon am Morgen uns vollsaufen, dann lasst doch einfach ein Like da. Ja. Spendet doch mal ein bisschen. Ja, spende doch mal ein bisschen. Support ist kein Mord. Außer uns ein bisschen auf unser Zug warten. Und dann geht's auch schon ab die wilde Fahrt, oder? Sie geht jetzt schon. Oh, haben wir heute schon mal uns eingeschissen. Das mache ich gleich noch. Das ist auf jeden Fall das Erste, was ich am Morgen schmecken will. Geil, oder? Ja. Das ist eine gute Experience. Oh Mann, ich kann das alles nicht mehr. So, wir sind jetzt an der nächsten Haltestelle angekommen. Jetzt müssen wir 18 Minuten warten, bis der nächste Zug kommt. Und der Schänder, der öffnet hier schon wieder das nächste Bier. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, wenn ich es aufkriege, warum ist das so flutschig? So. Ey, wir haben schon zwei Bier, weißt du? Und er nimmt direkt das nächste Bier. Ja, weil so schön. Also, ohne Scheiß, ich war im Zug. Ich merke nichts. Auf einmal schlägt aus. Ja, mich dreht's. Wie eine Granate, die einschlägt. Mich dreht's. Ja. Oh nee, ey. Schwarzer Mugger hier. Und dann der nächste Kaiserslautern-Fan. Das kannst du nicht sein. Ja, jetzt müssen wir warten. Zeit totschlagen. Und wir kommen auf jeden Fall hackedicht im Stadion an, wenn das jetzt hier so weitergeht. Dann ist das. Dann haben wir das hier dann erreicht. Dann ist das Ding Game Over. Ja. Das kann es nicht sein. Natürlich, der Pfand wird mitgenommen. Der Pfand? Angels. Wir sind die Pfandbrüder. Der Pfand wird mitgenommen. Oh, jawohl. Da hinten kommt der nächste. Der haut rein. Also jetzt langsam überschlagen sich die Ereignisse. Ja. Lautern ist das beste Lautern. Ich meine, im Hähne anfassen. Es kracht und pfeift in allen Ecken. Und wir haben noch eine Stunde, bis Kaiserslautern. Es kracht und pfeift in alle Ecken. Das ist eine schöne Bass. Es kracht und pfeift in allen Ecken. Ich habe gerade einen Hansa-Fan gesehen. Es kracht und pfeift in allen Ecken. Es ist einfach nur gottlos. So, jetzt in Kaiserslautern angekommen. Statement. Kaiserstadt. Statement. Ein sehr schöner Ort. Ein sehr mystischer Ort. Gefällt mir auf jeden Fall. Rostock-Fans, Lautern-Fans, alles voll mit Bullen. Ja. Da können wir was Schönes anstellen. Jetzt auch mal Straßenumfragen mit der Polizei. Und, ich sag dir, wir sind schon... Mich dreht's und wendet auf einem ganz anderen Niveau. Auf einem guten Zünder. Da will ich viel Spaß haben im Stadion. Jetzt suchen wir erstmal was zu essen. Ja. Sonst in der mystischen Gegend. Wir wissen nicht mal, wo es zum Stadion geht, aber... All good. All good, der Gestrehl gerade. Ich brauche was zu essen. Statement. Es kracht und pfeift in allen Lagen. Es ist komplett voll. Das ist unser Revier und ich bin am Geld sammeln. Ja? Ja. Haben wir schon Pfand gesammelt? Jawohl. Pfandkoppel. Der Schänder.
Wir haben Pfand gesammelt, wir stehen Pfand hier. Pfand als Getränke. Eine Stunde vorm Stadion stehen wir hier. Es ist hackerig. Hacke voll, es wendet und pfeift. Ich pfeife gleich aus meinem Arsch. Wir sind angekommen in der mystischen Stadt der Schenders. Der mystischen Betonstadt. Hansa-Fan. Kaisers! Oh nee, Digga, ist schon wieder einer runtergefallen. Ja? Ist unser Bike gefallen, hey, aber erstmal ohne Scheiß, wir sind nur Unterbrechung. Ja. Wir sind ja 75 Minuten Scheiß nur für Hansa. Ja. Da waren wir gerade Kaffee holen. Und jetzt nur Unterbrechung, es gibt keinen Spiel. Ja. Sag ich. Oder Kollege? Da muss man, da muss man sich auch mal eine Apfelschorle holen. Ja. Das ist die Expertise. Lautre, bleibt Lautre. Abseits. Abseits. Oh nee, Digga. Mann. Gerade Tor gefallen, abseits. Scheiß Neonazi, Mann. Abseits. Lauter gerade Tor geschossen, abseits. Statement. So ein Mist. Statement gegen den Vorletzten. Gut gespielt. Ja, also zweite Halbzeit, man wirklich sagen, nur lauter vom Tor. Die hatten irgendwie alle linke Beine. Abseits-Tor. Nur links. Und dann, warum haben die, die haben die ganze Zeit geflankt, aber es hat doch nichts gebracht. Warum schießt die nicht so die drauf? Die haben auf die Berge geschossen. Ja. Zwei linke Beine. Deswegen, ich analysiere gerade noch, wo der Ball landet. Ja. Der Lande kaum ist noch nicht aktualisiert. GPS noch nicht vollständig. Ja, das war's. 1-0 Rostock. Wir gehen komplett ab. Und ich genieße mein Bier. Ich genieße die Luft. Schöne Stadionluft. Hä, da qualmt was. Hä, da qualmt nichts. Ja, mein Arsch brennt. Nein, ich gönn's niemandem, ist mir egal. Ah, Scheiße. Jetzt.
jetzt. Was? Weiß sein. Wir sind nur ein Kälte-Jung. Jetzt alle. Jetzt alle zusammen. Ah, scheiße. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Der Pre weitet immer noch aufs 1-1. Irgendwann fällt's doch auch. Ja. Wir hoffen für den Pre. Wann ist das? Wir hoffen für den Pre, dass das 1-1 noch hält. Fängt das nächste Spiel jetzt an. Warten. Der Kollege da, der kommt hier hoch nach Abschluss mit vollem Bier und denkt, das Spiel fängt jetzt erst an. Digga, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ist das mystisch? Das sieht so gut aus. Ne? Haben wir heute eigentlich schon mal der Polizei Hallo gesagt? An die Polizei. Hallo! So schön, die Polizisten. Wir sind immer noch laut dann. Aber wunderbare Fahrzeuge hier. Viele NPCs, viele Quests zum Erledigen. Und er hat Hitler getroffen. Ich hab ihn gehört. Live. Was? Mit der vergifteten Menschen hier drinnen. So schinderisch. Was? Schinderisch. Hey. Was? In aller Menschheit und Vergangenheit. Ja, Vergangenheit ist... Hast du denn die Hose gestohlen oder was ist hier los? Ja, aber extrem. Hast du denn die Hose gestohlen? Ich wollte dich mal halten. Kollege, du hast dir die Hose gestohlen. Willst du noch irgendwas sagen dazu? Aber aufs Extremste. Auf extremste Art und Weise hat er sich in die Hose gestohlen. Zwei gute Stuhl. Und meine Rücken. Ich habe einen Pickel am Arsch. Na, eigentlich im Gesicht, aber eigentlich im Arsch. Du hast da irgendwas im Gesicht. Ganz, ganz groß. So, und hier endet auch der Tag wieder. Wir haben 17.15 Uhr oder so. Hier endet der Tag wieder. 17.15? Nee. 50. War ein. 17.51. Ah, 17.51. Ja. Und hier endet der Tag auch wieder. Wo es angefangen hat hier auf der Bank, endet es auch wieder. Seit. Wie lange sind wir jetzt am Saufen? 9 Uhr. 9.20 Uhr sind wir. Ja. 9.20 Uhr. 17.51. Boah. Ich rechne es gar nicht nach, das ist mir zu schade. Ja, dann rechne meine Gehirnzellen sind mir zu schade. Ja, aber mir ist auch zu schade. Ja. Deswegen rechne ich es mir nicht mehr nach. Nee, das ist zu viel Arbeit jetzt. Und damit verabschieden wir diesen Vlog von heute. Lasst eine positive Bewertung da. Genau. Und lasst eine positive Bewertung da. Liken, kommentieren, nicht vergessen. Und wie fandet ihr das Spiel? Sag mal, ja, Statement kurz. Das war eher langweilig. Nach der, wann bin ich Essen holen gegangen? 30. Minute? 36. Nein. Ich habe eine halbe Stunde für den Pommes gewartet. Ja, dafür mal Service ist schon mal kacke. Das kann man schon mal sagen. Zweite Halbzeit war ja nichts los. Außer ein Abseitstor. Und das einzige Tor im Spiel habe ich nicht gesehen. Ja, waren wir beide haben es nicht gesehen. Ja. Als ist ja 0-1 ausgegangen. Ja. Das einzige Tor haben wir nicht gesehen. Statement? Das war sehr sexuell. Sexuell erregend? Ja. Und damit könnt ihr euch jetzt denken, was ihr macht. Gehe ich jetzt nach Hause. Und? Und?